Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu diesem neuen One App a Day. Nein, es ist kein über das Gerät Video, es ist ein Unboxing vermischt mit einem Hands-on, könnte man sagen. Das ist mein altes Xiaomi Mi Band, das ist nicht mehr das Originalband natürlich. Das Originalband, weil ist ja schwarz und das ist kaputt gegangen, dass diese Lasche hier irgendwann mal gerissen. Auf jeden Fall, dieses Xiaomi Mi Band leistet bei mir immer noch ganz gute Dienste. Jetzt habe ich gedacht, ja, muss mal was anderes zum Testen her. Nämlich das Xiaomi Mi Band 2. Das ist das Teil mit dem Display. Wo ich gerade das Huawei Mate 9 hier habe, das ist übrigens auch das Smartphone, mit dem ich jetzt hier diese Aufnahme mache, habe ich gedacht, ich mache mal ein ganz kleines, kurzes, quick and dirty, ungeschnitten, unbearbeitetes, ja, wie gesagt, Unboxing und kleines Hands-on-Video vom Xiaomi Mi Band 2. Das ist der Karton. So sieht der aus. Auf der Unterseite steht alles Mögliche in Chinesisch, Bluetooth 4.0, natürlich BLE, Low Energy, Barcode etc. Das ist wahrscheinlich einfach das Label, wann es bestellt wurde. 6. Dezember. Mi, nix, Mi, nix. Machen wir es raus. Hier haben wir den Tracker in der Mitte. Zeigt sogar schon die Uhrzeit an. Akku ist also schon geladen. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Klappen wir das Teil mal auf und dann reißt man das so und holt das da so raus. Zum Xiaomi Mi Band muss ich wahrscheinlich eigentlich gar nichts mehr sagen. Step Counter, will ich sagen. Wie heißt es denn jetzt? Meine Güte. Schrittzähler. Auf der Unterseite Herzfrequenzmesser. Das Display, was halt auch Uhrzeit anzeigt und auch wenn es über Bluetooth gekoppelt ist, Benachrichtigung. Das legen wir erstmal beiseite, gucken mal, was da noch drin ist. Da ist natürlich das Armband drin. Das sitzt da ziemlich fest drin, finde ich gerade. Und fühlt sich durchaus, das Silikon ist das, denke ich. Oder Silikon, Plastik, Polyurethan, was auch immer. Also dieses Armband, der Stoff, es ist kein Stoff, es ist Plastik. Das fühlt sich ganz gut an, so auf der Haut und ich hoffe mal, dass das auch keine Probleme macht mit ja, mit Haut. Meine Haut ist nämlich relativ empfindlich. Und hier haben wir doch auch noch irgendwas drin. Wie geht denn das? Das geht so auf und was ist das? Das ist natürlich das Ladegerät. Ganz normaler USB-Anschluss. Der Tracker kommt dann ganz normal hier so reingesteckt. Das in den USB, ins USB-Netzteil habe ich hier irgendwo eins. Ich habe hier tatsächlich irgendwo eins. Und ja, dann ab in Strom oder natürlich am Computer aufladen oder so. Wie auch immer. Oder wo auch immer ihr das aufladen wollt. Das ist ein Flachbandkabel, was auch ganz stabil aussieht. Die Chose Flachbandkabel finde ich seit dem Netzteilkabel vom OnePlus One sowieso ganz cool. Aber das legen wir jetzt auch mal beiseite. Und dann mal überlegen, ich hatte das immer so rum an und dann würde ich die Uhrzeit lesen und dann kommt das da also einfach mal so rein. Mal gucken, ob ich das so. So nein, so kriege ich das da nicht rein. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen peinlich. Ich pausiere das Video mal eben. Und da bin ich wieder. Da musste ich tatsächlich pausieren, habe mal kurz die Anleitung, die ebenfalls in dem Karton war, rausgeholt. Und habe dann hier geguckt, gut, dass das abgebildet ist, wenn man das Teil dann so hält und dann, dass man das von unten reindrückt, nicht von oben. Naja, gut, tue ich es halt von unten rein.
Ich will mal ganz kurz, weil es ja ein Hands-on sein soll, gucken, ob ich das auch gleich mal koppeln kann mit meinem iPhone. Mal gucken, was man da machen muss. Gerät Bluetooth ist an, Mi-Band suchen. Ja, und? Sehr gut, erfolgreich verbunden. Das war's dann auch schon. 25% Batterie ist noch da. Man kann das Mi-Band natürlich finden. Man kann sagen, wieder wo es getragen wird, linke Hand oder rechte Hand. Das Uhrzeitformat kann man sich anzeigen. Nur das oder sogar mit Datum. Das ist ja auch cool. Mit Datum. Finde ich gut. Gefällt mir. Uhrzeit, aber Uhrzeitformat, es ist immer noch nicht die richtige. Es ist, kann man nicht. Hallo? 24 Stunden Anzeigeeinstellungen vielleicht. Zeit wird sowieso angezeigt, Kalorien, Entfernung, Remaining Battery, das ist das, was alles angezeigt wird auf dem Mi-Band. Gut. Herzfrequenz hilft genau, Schlafdaten zu. Ja. Okay. Okay. Synchronisieren. Firmware wird aktualisiert. Gehe ich da jetzt auch nochmal durch? Nee, ich pausiere das nochmal und wir sprechen uns gleich wieder. Und da melde ich mich auch schon wieder. Ich habe leider nicht geguckt, welche Firmware-Version das Band hatte, als ich es jetzt bekommen habe. Auf jeden Fall kamen nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern drei Firmware-Updates. Schlussendlich landet es jetzt bei 1.0.1.28. Jetzt wird übrigens auch die Uhrzeit richtig im 24-Stunden-Format angezeigt. Dazu Wochentag, Datum finde ich ziemlich alles sehr cool gerade. Uhrzeitformat gibt es halt diese zwei Watchfaces in Anführungsstrichen. Man kann das auch noch einstellen, dass das Display angeht, wenn man das hochnimmt, halt so diese Handbewegung. Das habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Man kann halt Uhrzeit, Schritte, Entfernung, Herz, Pulsmesser, Frequenzdings. Na, ist es da irgendwas? 45 am Finger. Na gut. Batterie 25% habe ich eingeschaltet und die Uhrzeit wieder. Ich werde mal damit jetzt rumspielen. Das wird bestimmt jetzt ein bisschen dauern, bis da der Test kommt. Ob dieses Jahr noch, weiß ich nicht. Oder nächstes Jahr dann. Aber so auf den ersten Blick bin ich durchaus zufrieden. Auch der Kopplungsprozess hat einwandfrei funktioniert. Und da gibt es gar nichts, aber auch wirklich gar nichts zu meckern bis jetzt. Das war dieses kleine Video, was eigentlich noch kürzer sein sollte, aber jetzt immerhin unter 10 Minuten geblieben ist. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Kanal abonnieren da irgendwo, Kommentar da lassen da irgendwo natürlich. Und ja, ansonsten auf ORAD vorbeischauen, den Podcast abonnieren, ganz wie ihr wollt. Ich würde mich darüber wirklich freuen. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Und euch allen, wenn man sich nicht mehr sieht, hört, spricht, wie auch immer, eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr schon mal. Macht's gut. Ciao.